Hey zusammen, ich bin Lea von nobletanne.de und in diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr aus solchem alten Christbaumschmuck, der euch nicht mehr gefällt oder der ein bisschen zerkratzt ist, den ihr eigentlich wegschmeißen würdet, ganz einfach neuen Christbaumschmuck im neuen Look machen könnt. So, um unseren Kugeln einen neuen Anstrich zu verpassen, brauchen wir natürlich zum einen alte Kugeln, dann eine Schüssel, in der wir gleich die Farbe anmischen werden, einen Pinsel. An Farbe habe ich mich jetzt für eine Acrylfarbe entschieden. Ihr könnt das aber auch mit Wandfarbe machen, das geht genauso gut. Und natürlich auch ganz wichtig, damit wir diesen Terrakotta-Look hinbekommen, dieses Körnige, mischen wir unter die Farbe noch ein bisschen Backpulver. Durch das Backpulver bekommen wir dann diese körnige Optik. Und das werden wir jetzt als erstes machen. Als erstes mische ich mir hier ein bisschen Farbe an. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, weiß mit ein ganz bisschen braun, also ein leichten Beige-Ton zu machen. So, das einmal mischen, gucken, ob die Farbe passt. Da ist jetzt ein bisschen viel braun. Dann mische ich noch ein bisschen mehr Weiß unter. So gefällt mir die Farbe schon ganz gut. Und dann fehlt jetzt noch Backpulver. Ich habe hier mal so angebrochene Tütchen. Die eignen sich dafür natürlich perfekt. Ich habe jetzt hier natürlich keine richtige Mengenangabe, also ich mache es alles nach Gefühl. Die Farbe sollte zum Schluss schön körnig werden, so ein bisschen fluffig, wie ihr sehen könnt. Haben wir die Farbe schön alles miteinander vermischt, Farbe und Backpulver. Wie ihr sehen könnt, ist das so ein bisschen schaumig geworden. Genauso wollen wir es haben. Und ein Tipp, damit ihr nachher auch die Christbaumkugeln nachher schön trocknen könnt, habe ich hier einen alten Karton genommen und habe hier so Löcher reingestochen. Und dann können wir nachher zum Lackieren bzw. zum Streichen unserer Kugeln einfach die hier reinstecken. Und die dann so trocknen lassen. Das ist ganz praktisch. Und diesen Stab werde ich jetzt auch nutzen, um die anzumalen. Das werden wir jetzt einmal tun. So, mit Kugel Nummer 1 sind wir jetzt fertig. Stecken wir jetzt hier in den Karton und stellen den so zum Trocknen weg. Und dann mache ich noch Kugel Nummer 2, den ab, Kugel drauf und anmalen. So, und Kugel Nummer 2 ist nun auch fertig. Das lassen wir jetzt einmal alles so trocknen. Also wie gesagt, ich habe jetzt Acrylfarbe genommen. Ihr könnt aber auch eine Wandfarbe nehmen, da seid ihr ganz offen. Hauptsache mit dem Backpulver. Guckt, dass das schön ein bisschen schaumig geworden ist. Da gibt es keine richtige Mengenangabe dazu. Macht es einfach nach Gefühl. Und so könnt ihr dann euren ganzen Christbaumschmuck, der euch nicht mehr gefällt, ein kleines Upgrade geben, ein bisschen wieder aufschönern. Ich habe das auch mit Vasen, Schüsseln und Töpfen gemacht. Also mit dieser Art und Weise könnt ihr so einiges, was ihr eigentlich wegschmeißen würdet, wieder ein bisschen aufwerten und eine neue Optik geben. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Abonniert gerne unseren Channel und viel Spaß beim Nachmalen. Bis zum nächsten Mal.